Hallo und jetzt kommen wir zurück beim Killer Party und nun der 35. Part von Let's Play FIFA 12 und wir drücken erstmal die nächste Partie. Mein Teammanagement Kader. Und zwar Hand immer noch verletzt, jetzt haben wir dann bald ein Problem. Schmitz, tun wir für den Bönisch rein. Tribul, Ekichi. Ja, passt. Nächste Partie. Partie spielen. Zwar gegen den VfB Stuttgart. Spielen. Saske verletzt. Ein 2-1 Sieg das letzte Mal gegen Augsburg. Also Sieg gegen Mainz und ein 1-1 gegen Dortmund. Das sind die letzten Ergebnisse des VfB Stuttgart. Und hier haben wir klar die Pizarra. Los geht's. Herzlich willkommen, sagen Frank Buschmann und Mani Breukmann, ihre beiden Kommentatoren. Hoffentlich wird's spannend heute Nachmittag. Und alle gucken sie heute auf Werder Bremen. Es verbleiben nur noch einige Partien in dieser Spielzeit und es sieht mehr und mehr danach aus, dass sie den Qualifikationsplatz für das europäische Geschäft für die kommende Saison erreichen werden. Eine klasse Leistung. Den wir aber nicht mehr spielen werden. Hier die Tabelle. Stuttgart Dritter, Bremen Fünfter. Bremen muss unbedingt gewinnen und ich habe auch die Helligkeit ein bisschen runtergestellt. Heute bei dem Video. Video ein bisschen dunkler. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Gottfriede. Muss ich euch freuen, muss unbedingt heute gewinnen. Wenn sie die Champions League erreichen wollen. Wenigstens die Quali. Abgefangen hat er da den Ball. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? So sieht ein Pass aus. Haben Sie die Möglichkeit, endlich mal wieder nach vorne zu gehen. Aber wohin mit dem Ball? Und der muss jetzt rein! Er wollte das ganz alleine machen. Und Ulreich. Aus, aber jetzt ist es vorbei. Molinaro. Und Martin Hanek. Wolfsburg führt 1-0. Du reibst dir die Augen einmal, du reibst dir die zweimal. Diese Mannschaft spielt eine Wahnsinnssaison, Busch. Und steht ganz oben und es kann, da bin ich relativ sicher, zum großen Wurf reichen. Rödel. Rödel. Hat Herz. Verliert leichtsinnig den Ball. Einwurf jetzt. Okazaki. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Bularus. Okazaki. Hanik, Hanik. Ohne Ball klappt. Boah. Glück gehabt. Kuzmanovic. Okazaki. Ekichi. Pizarro. Pizarro, komm, mach ihn rein. Mach ihn rein. Das ist eine gute Position für den Einwurf. Und Sie haben einen Spezialisten. Das hat er kommen sehen, als hätte er es gehabt. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Okazaki. Er hat ihm den Ball ja wirklich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Traoré.
Dribbelt dort den ganzen Strafraum. Dann Hanik, der Extremer. In jeder Lebenslage, aber diesmal nicht. Ja, also in fast jeder Lebenslage. Pizarro. Und nun Traoré. Sokratis gegen Molinaro. Sokratis bleibt Sieger. Es liegt einer verletzt am Boden. Und der kommt genau an. Jawohl, abgefangen. Und nun Martin. Wow, ich spiele mit 1:1. Ich bin mit einem Mann weniger, weil Fritz am Seitenhaus liegt. Auch auf den Flügeln musste die zwei. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung. Und jetzt können wir auswechseln. Jetzt wird gewechselt. Sind wir auch wieder zu 11. Molinaro. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Mit Marin. Da wird der Trainer zufrieden sein. Der. Ja, zu den FC, zum FC Chelsea wechselt. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Marin. Schmitz. Und weiter hält es. Boah. Diesmal hält er ihn fest. Klasse Parade vom Torwart. Halbzeit. Das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl. Immer noch 0:0. Bayern für 2:0 gegen Mainz. Hamburg, Hannover 1:0, das ist schlecht. Und ich bin mir sicher, weil wir wollen die Champions League. Marin. Junusevic. Bargfrede. Junusevic, Junusevic! Da rettet der Pfosten. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes. Marin gleich mehr Wände in der Partie. Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Bargfrede. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Molinaro. Okazaki. Ja, hier könnte sich ein. Boah, Fouls könnte rot geben. Rot, rot, rot. Ja, rot. Rot für Brüdel. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Und das ist die rote Karte gegen einen Bremer. Und Schoß ist der gegnerische Angriff. Und jetzt haben sie es natürlich noch schwerer. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Marin. Einwurf. Stuttgart. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner. Marin. Pizarro! Ball besetzt jetzt Bremen. Bargfrede. Pizarro! Boah, Ulreich. Bremen braucht den Sieg. Dagegen Bayern wird es noch schwieriger. Er erkämpft sich den Ball mit der Grätsche.
Junusevic, Junusevic! Elfmeter! Elfmeter! Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Vielleicht ist der Trainer mit der Ausrichtung erfolgreich. Wählt jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor? Nee, nein, nein. Doch nur die Nerven gewesen. Nein! Ja, also natürlich geht das Scheiße. Besser, aber irgendwas passte da nicht. Zu spät gedrückt. Und da wäre es gewesen. Und Traoré. Und nun Christian Gentner. Ich weiß noch, letzte Saison ist Bremen hier 6-0 untergegangen. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ja, es sieht fast so aus, als läuft er hier ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Was macht er jetzt damit? Und nun Christian Gentner. Die Offensive. Kate Rosenberg in der Spitze lassen soll. Das sieht gut aus. Ja, nicht verlieren. Marie. Parkfriede. Gerade noch rechtzeitig. Boah. Ein wunderschönes Zuspiel. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Pizarro. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Boah, nee, das war's. 0 zu 0, der einzige Trost. Das war's. Die Abwehrreihen haben funktioniert. Manchmal sagt man ja, die 0 zu 0. Elfmeter, wenn der drin gewesen wäre. Diagnose, Clemens ist für 3 Wochen gesperrt und... Er geht für 2 Wochen gesperrt, ach nee. Schauen wir uns noch den Kalender... Nee, nicht den Kalender, sondern... Statistik... Sechster nur noch. Gegen Wolfsburg oder gegen Bayern muss jetzt ein Sieg her. Torschütze von uns, der Beste ist Rosberg mit 14 Treffern. Beste Vorlagengeber von uns Rosberg mit 7 Treffern. Und Wiese, drittbester Torhüter. Ja, und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.